Scheiße, Mann! Alter. Scheiße! Was geht, junge Leute? Ach, die Jugend. Gefühle. Emotionen. Dieses wunderbare Gefühl der innerlichen Verwirrung. Bin ich traurig? Bin ich glücklich? Bin ich ein Emo? Oder doch ein Hipster? Man sollte natürlich ganz vorsichtig sein, nicht, dass sich diese Gefühle vermischen. Sonst entsteht dabei noch ein komischer Mix aus Emo und Hipster. Viel lieber sind mir Rapper, harte Jungs, die genau wissen, worauf es im Leben ankommt. Ich heiße Redwan Al-Hani, immer bin ich es, obwohl ich es kaum immer bin. Viele denken schlecht von mir, doch nein, ich bin nicht so, ich will was aus mir machen. Mein Name ist Bilal, meinen Namen hörst du im Libanon überall. Ich steh auf Sport, Sport ist nicht Mord. Ich steh auf Hip-Hop, Hip-Hop ist top. Und die Leute da draußen sagen, deutscher Hip-Hop wäre tot. Hast du gehört, was Habib sagt, Hip-Hop ist top? Ich steh auf Hip-Hop, Hip-Hop ist top. Yo, 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 für die Zukunft von mir was? Nen Job, ne Familie und ein klein wenig Spaß. No, 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 das wird sich nicht von selbst ergeben. Denn wir bekommen nichts geschenkt im Leben. Nette Jungs, die im Leben gute Ziele verfolgen. Job, Familie, ein bisschen Spaß ist doch nicht zu viel verlangt. Das bin ich und du weißt, ich war gewaltbereiter, der mit Typen kommt zwischen Schränken und Halsabschneider. Doch ich will mich ändern und mach alles anders. Versuch mein Bestes zu geben, damit ich mich hier anpasse. Ich bin umgezogen, fang doch mal neu an. Bin gut, ja, Freunde und pack auch kein Joint an. Früher hätte ich dich für einen falschen Blick platt gemacht. Doch heute bin ich der, der darüber lacht. Interessant. Kommt das mit Halsabschneider und für den falschen Blick platt gemacht auch in den Lebenslauf? Naja, vielleicht will er sich ja als Metzger bewerben. Yo, 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 für die Zukunft von mir was? Nen Job, ne Familie und ein klein wenig Spaß. No, 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 das wird sich nicht von selbst ergeben. Denn wir bekommen nichts geschenkt im Leben. Sehr kreative Tanzeinlage. Da könnte sich Haftbefehl ein Stück von abschneiden. Habus wissen, wer der Babu ist. Ohne Scheiß, Haribo, anstelle von Thomas Gottschalk würde ich lieber Haftbefehl in der Werbung sehen. Haribo machen da froh. Haribo machen da froh. Und der wachsen eben froh. Naja, ich weiß nicht, ob Haftbefehl so einen Tanzmove hinbekommen würde. Ist extrem schwer. Yo, 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 für die Zukunft von mir was? Nen Job, ne Familie und ein klein wenig Spaß. No, 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 das wird sich nicht von selbst ergeben. Denn wir bekommen nichts geschenkt im Leben. Habus wissen, wer da Babu ist. Wissen, wer da Babu ist. Sportsfreunde, hört mir zu, ich bin Kalle der Kicker. Ich steh total auf Fußball, denn davon werde ich nicht dicker. Tusseline ist mein Verein, ich spiel dich Abwehr und lass keine Bälle rein. Yo, Party People, ich spricht Herr Semmo. Ich geh zwar schnell hoch, doch meistens bin ich rum. Meine Roots sind libanesisch, ich hab's nicht vergessen. Doch ich bin Deutscher wie ihr und ich lebe in Essen. Okay, für die Rap-Szene sind solche Moves vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wenn sie so weitermachen, können sie vielleicht die deutsche Antwort auf One Direction werden. Eieieiei, sei cool, bleib cool. Immer locker bleiben, vergiss deine Vorurteile. Bleib locker! Ah, jetzt weiß ich, was ihre Vorbilder sind. Nein, das ist nicht Kollege oder Haftbefehl. Diese Jungs sind viel krasser drauf. Bleib immer locker und bleib immer cool. Bleib nur am Hocker und weg dich vom Stuhl. Swag. Gabriel Show. Apropos Swag. Wie zeigt man den anderen, dass man Swag hat? Korrekt, Mann. Dein Bruder Swaggy Swag wäre jetzt stolz auf dich. Okay, Digga, das hat kein Swag. Das ist nicht cool, wenn deine Freundin gerade den Orgasmus ihres Lebens bekommt und dein Arsch den braunen Orgasmus erleben darf. Was soll das, Mann? Denkst du tatsächlich, nach so einer Nummer will sie mit dir in die Kiste steigen? Wie soll das aussehen? Sie zieht sich aus und du reagierst so darauf? Was mich aber echt ein bisschen verwirrt, ist das, was er am Ende des Videos sagt. We did it! Was hast du gemacht, Mann? Du bist fast gestorben, Alter! So peinlich wie du schreien um meine kleine Schwester und Flanders. Ich glaube, dieser Typ wird bei den Jungs aus Essen vermisst. No, 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 no.
perfekto. Gabriel Show. Klingt fast wie der ständige Fight der YouTube-Kids darum, was besser ist, PlayStation 3 oder Xbox 360. PlayStation 3 ist besser! Nein! Bei so einer Meinungsproblematik ist es natürlich wichtig, die richtigen Argumente zu finden. Be quiet! You be quiet! You be quiet! No! You be quiet! I'm 4, you not 4! Ich bin 4, du bist nicht 4! Das nenne ich ein Argument. Die Tasse ist grün. Nein, die ist gelb. Nein, die ist grün. Ich habe mehr Haare als du, also ist sie grün. Was aber am Ende des Videos passiert, ist einfach zuckersüß. You are bad. No, you are bad. I'm gonna tell you, Mom. You will go home. Go. Das gleiche sage ich den Frauen, wenn sie mir Sex verweigern. Go. Wenn es aber immer noch um den Streit zwischen PlayStation und Xbox gehen würde, würde es wohl heißen... Ach ja, Blickfeld. Ab heute wisst ihr, Mädels, ihr müsst auf euren Blick aufpassen. Ihr wollt doch nicht ernsthaft eure Chance verkacken. Früher hätte ich dich für einen falschen Blick platt gemacht, doch heute bin ich der, der darüber lacht. Okay Leute, es hat uns Spaß gemacht, euch diese Videos zu zeigen. Wenn es euch auch gefallen hat, vergesst nicht, das Video zu liken und zu abonnieren, um neue Videos nicht zu verpassen. Und unsere Frage an euch für heute lautet: Was ist denn jetzt wirklich besser, PlayStation oder Xbox? Schreibt deine Antwort als Kommentar. Vergesst nicht zu schreiben, warum. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Bunny Stinson ist so geil, ich will sein wie er. Der beste Bro, weil du